Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Astrid Seeberger und komme von Stockholm in Schweden. Ich bin Ärztin am Karolinischen Universitätskrankenhaus und ich bin Forscherin am Karolinska Institut, das jedes Jahr den Nobelpreis in Medizin verleiht. Ich leite auch das Fach professionelle Entwicklung in der Arztausbildung am Karolinska Institut, in dem die Gesprächskunst eine wichtige Rolle spielt. Und dann bin ich auch Schriftstellerin. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass eines meiner Bücher jetzt in Deutschland erscheint, Schamlose Neugier, ein Buch, das die Menschen in Schweden in ihr Herz geschlossen haben. Ein zentrales Thema in meinem Buch ist das gute Gespräch. Wussten Sie, dass 15% der Krankheitsdiagnosen falsch sind? Wussten Sie, dass 50% der Patienten mit chronischen Krankheiten die Anweisungen, die Ärzte nicht befolgen, obwohl es manchmal katastrophale Folgen hat? Woran man etwas ändern könnte, wenn man Zeit für gute Gespräche hätte? Warum sind gute Gespräche so wichtig in der Lehre, in der Erziehung, in der Gesellschaft, ja in unserem ganzen Leben? Und was geschieht, wenn wir nicht mehr Zeit für gute Gespräche haben? Kann das unsere Gehirnfunktion beeinträchtigen? Kann das unsere Empathie vermindern? Kann das zu Burnout führen? Und wie führt man eigentlich gute Gespräche? Ich erzähle Ihnen, was man da so alles weiß, und ich lade Sie zum Denken ein. Und ich erzähle Ihnen auch Geschichten. Geschichten, sagte mein Großvater, sind phänomenale Instrumente der Erkenntnissuche. Lesen Sie zum Beispiel die Geschichte von Paulchen oder von der armen Beatrice oder von der Kolchose-Madonna und den Reichshühnern. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.